So, hallo Martin, ich grüße dich. Erstmal sehr schön, dass du dich für das Interview jetzt zur Verfügung gestellt hast. Du hast dir jetzt heute deinen Führerschein zurückerobert, also hast ihn von der Führerscheinstelle zurückbekommen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, vor allem auch für andere Menschen, die jetzt auch das gleiche Problem haben, damit sie hier ein paar Sachen vielleicht mitnehmen können. Also du hast es in der MPU gemacht, weshalb musstest du denn zur MPU? Ja, weil ich damals betrunken Fahrrad gefahren bin und vom Fahrrad geflogen bin. Und dann, mein Kumpel hat halt damals dann den Notarzt angerufen, der ist dann gekommen, und dann ist gleichzeitig die Polizei mitgekommen, oh ja, und habe dann Alkohol Test machen müssen. Und ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und erst habe ich mir nicht gewusst, was auf mich zukommt. Dann bin ich halt dann zum anderen Tag zum Anwalt und dann habe ich ein paar Wochen später von der Führerscheinstelle Schreiben bekommen, dass ich zur MPU muss. Okay. Und innerhalb von 3 Monaten machen muss, sonst verliere ich meinen Führerschein. Und da aber dachte ich, okay, da bin ich ja zum Anwalt, weil ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Da hat der Anwalt gesagt, ja, da komme ich nicht drum rum, MPU zu machen. Und ja, MPU schaffe ich eigentlich nur, wenn ich eine Vorbereitung besuche. Dann bin ich ja von alle Wolke gefallen, weil ich immer dachte, ja, wie MPU, Vorbereitung. Ja, okay. War alles dann scheiße. Na, aber dachte ich, okay, ich suche eine Vorbereitung. Wo in unserer Nähe ist, habe ich die Beste angerufen. Die haben mich dann, ja, okay, aufgenommen. Und ja, das Kreuz ja, ich kann kommen. Und jede Sitzung hat 105 Euro gekostet damals. Und aber die ist auf mein Problem nicht eingegangen damals. Was für ein richtiges Problem oder was man zur MPU eigentlich erfüllen muss, dass es besteht. Dann bei der fünften oder sechsten Sitzung ist mir halt dann klar geworden, das bringt eigentlich gar nichts. Aber ich wollte das dann auch nicht beenden damals, die MPU oder die Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe das durch, weil ich habe ja bloß 3 Monate Zeit auf eine Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja etwas mit dem Fahrrad gefahren, anscheinend, so schlimm wird es nicht sein. Ich schaffe das. Ja, okay, dann bin ich halt zu der MPU. Aber alles kriegt so eine Vorbereitungszettel oder sowas damals. So ein Zertifikat, dass sie zur Vorbereitung war. Aber die Vorbereitung hat eigentlich gar nichts gebracht damals. Ich habe nur Müll erzählt damals im MPU. Ja, was war das denn vom Lied? Durchgeflogen. Hast du bezahlt für die Vorbereitung damals? Ja, 800 Euro damals. 1800? 1800, ja. Okay, ja, schon eine Menge Geld. Und dann noch die MPU. Also bist du schon bei 2.500 oder 2.700 Euro gewesen, die du einfach verbrannt hast. Was hast du danach dann gemacht? Danach habe ich halt, dann war ich halt ziemlich enttäuscht damals. Und dann habe ich erstmal 2 Monate Pause gemacht, weil echt ziemlich am Boden zerstört, sagen wir so, ziemlich enttäuscht. Und Logisch. dann, ja, und dann haben wir halt dann gesagt, okay, das kann es ja nicht sein oder sowas. Und dann bin ich irgendwann mal auf dich aufmerksam geworden, auf dem Facebook. Und dann habe ich mir das so durchgelesen, ja, MPU-Vorbereitung mit Schablone und garantiert, man kommt in das Lenkrad. Das war echt super für mich. Auch das Bild von dir und dann die ganze Untertitel, wo was man alles so bekommt. Ja. War ja am Anfang eher skeptisch, dann habe ich dann dir so geschrieben oder sowas, da kam ich, habe ich sofort eine Antwort bekommen von dir. Und das fand ich echt super. Und da war ja so in der Zeit, okay, dann habe ich gesagt, ja, okay, Abstinenz, na, ich soll mich anmelden bei der Abstinenz. Dann habe ich mich erst angemeldet zur Abstinenz, dann habe ich dann mit dir so geschrieben, dann habe ich dann irgendwann mal dann die Schablone bekommen von dir. Ja. Das fand ich dann super. Genau, wie viel Promille hast du nochmal gehabt? 2,08 Promille. Okay, und wie lange war die Abstinenz? Es waren auch nur 6 Monate gewesen, ne? Ja, genau 6 Monate. Ganz genau. Und ich hatte dir auch gesagt, dass das funktioniert, obwohl auch alle anderen. Ja, am Anfang hast du eine Käuser, ja, man muss 12 Monate Abstinenz machen, man kommt nicht durch. Ja. Kam sofort die Dings und dann hast du gesagt, ja, man braucht nur 6 Monate eben mit der richtigen Vorbereitung. Ganz genau. Das ist auch das. Und die Vorbereitung war einfach ohne Druck, man ist nicht verurteilt worden von dir, Ja. was man gebaut hat. Und
ganz genau. Das ist auch gar nicht Bestandteil meiner Vorbereitung, dass ich versuche, die Menschen irgendwie im Hirn rumzubohren, was alles scheiße gelaufen ist, weil ich weiß, dass was scheiße gelaufen ist und ich weiß einfach, dass die Leute ein Ergebnis haben wollen und da versuche ich halt den schnellsten und effizientesten Weg einfach vorzuschlagen und die Wege, die ich vorschlage, da weiß ich auch, dass es funktioniert. Gut, das heißt, hast du dann deine zweite MPU nach meiner Vorbereitung bestanden oder wie ist das Ganze ausgegangen? Ja, habe ich bestanden. Genau, wie hast du die MPU dann empfunden, auch gerade das psychologische Gespräch? Viel einfacher, weil ich war darauf vorbereitet. Mhm. Und da bin ich einfach ohne Druck. Ja, ich habe schon ein bisschen Prüfungsangst, hat jede. Ja. Jeder. Hat, ich erinnere noch. Jeder hat den Druck und bin einfach so rein. Also das war auch ziemlich freundliches Personal. Also das war echt super. Also ich war innerhalb von keine Ahnung, von einer Stunde fertig mit allem drum und dran. Mhm. So eineinhalb Stunden, glaube ich, so. Und die war auch dann ziemlich sehr freundlich, die Psychologin. Also das fand ich echt super, weil ich habe zu jeder Antwort, was die dann gesagt hat, zu jeder Frage eine Antwort gewusst. Und das so sachlich. Und die hat ja gesehen, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Und habe einfach, ja. Das fand ich echt super. Sehr cool. Und heute hast du deinen Führerschein zurückbekommen, ne? Ja, heute endlich. Sehr, sehr cool. Das freut mich auch. Gut, noch eine letzte Abschlussfrage. Würdest du das Ganze empfehlen oder würdest du sagen, hey Leute, ihr könnt das vielleicht auch anders machen? Was wäre deine... Natürlich. Also ich würde es empfehlen. Also Wahnsinn. Ja. Also super. Okay, sehr cool. Weil ich nur Lob ausspreche, also richtig super. Also... Ja, vor allem ist es auch einfach alles digitalisiert. Das heißt, du musstest ja dafür nirgendwo auch extra hinlaufen. Du konntest es alles zu Hause machen, nach Feierabend, ganz entspannt, dann, wenn du einen Zugriff hattest. Und das ist einfach... die erste 5 Monate haben wir uns gar nicht sehr. Das fand ich eigentlich geil schlimm, haben wir gedacht. Warum muss ich die auch dann sehr live oder mit dir sprechen? Ja, du hast es auf Videos gesehen. Ja, ich habe auf Videos gesehen. Aber dachte, ich fand das echt geil schlimm am Anfang. Da haben wir gedacht, wenn ich das drauf habe und lerne, ich war wirklich jeden Tag dran gehockt oder jeden dritten Tag und habe das gelernt, auswendig von oben bis unten, habe das abgeschrieben, wie du es da im Video erzählt hast. Ja, ganz genau. Du hast einfach alles im Prinzip befolgt und das hat auch das Ergebnis gebracht, was ich dir im Prinzip auch so erzählt habe, dass das funktioniert. Gut, Martin, dann bedanke ich mich für das Interview meinerseits und du wirst auch in dem Interview sehr vielen anderen Menschen, die jetzt auch unschlüssig sind, wie sie jetzt da vorangehen, eine sehr große Hilfe gebracht haben oder beigesteuert haben. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Glück für deine Zukunft. Pass wirklich diesmal auf deinen Führerschein auf. Du weißt ja, wie du dich jetzt auch verhältst in ähnlichen Situationen. Und dann bedanke ich mich und wünsche dir noch alles Gute, Martin. Ja, danke schön. Gerne. Mach's gut. Ja, ciao.